Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, ich freue mich schon auf die nächsten Haushaltsberatungen. Da wird es um ziemlich heftige Summen gehen bei dem Vorhaben, das Berlin sich hier gesetzt hat. 10.000 Plätze, die nötig sind, um den Bedarf der wachsenden Bevölkerungszahlen abzudecken, und 5.000 zusätzliche, um abzufangen, was die Verschiebung des Einschulungsalters bewirken wird. Der Kita-Ausbau läuft dementsprechend auf Hochtouren. Das darf aber, und das ist unsere Befürchtung und das beobachten wir in der Praxis, keinesfalls auf Kosten der Betreuungsqualität gehen. Beschwerden aus dem Bereich Kindertagesbetreuung werden sehr selten laut. Deshalb ist es umso wichtiger, auf die inzwischen deutlichen Hinweise aus der Praxis zu hören und aus den bekannten Problemen auch Schlüsse zu ziehen. Das Kita-System muss weiterentwickelt werden und überholte und Praktiken müssen und können abgeschafft werden. Darum geht es in diesen vorliegenden Anträgen, die allesamt sehr konstruktiv und praktikabel sind. Ich will noch mal versuchen, aus meiner Perspektive, Herr Eckert, darzustellen, worum es wirklich ging. Wir wollen die Abschaffung des Kriteriums NDH, also nicht deutsche Herkunft der Kinder, für die Bemessung des Personals. Und das ist sehr wohl so, dass dies ein Kriterium dafür ist, wie viel Personal in die Kitas geschickt werden. Wir wissen längst, dass der Sprachförderbedarf eines Kindes sozial determiniert ist, ob nun NDH oder nicht. Das zeigen die Ergebnisse der Einschulungsuntersuchung sehr deutlich. Hier muss nach dem tatsächlichen individuellen Bedarf der Kinder geschaut werden. Ziel muss es sein, einen strukturellen Personalzuschlag für Sprachförderung für konzentrierte Kleingruppen und Individualarbeit zu erreichen. Die jetzige Regelung, wenn eine Kita ab 40% sogenannte NDH-Kinder nachweisen kann, bekommt sie zusätzliche Personalmittel, ist irrational und führt unter anderem dazu, dass aktuell 12.000 Kinder selbst mit diesem Merkmal NDH nicht zusätzlich gefördert werden, nur weil sie in eine Kita gehen, die vielleicht nur 39% erreicht. Das ergibt keinen Sinn und deshalb schlagen wir in einem ersten Schritt die Absenkung dieser Quote vor. Eine weitere Ungerechtigkeit gehört abgeschafft, nicht nur, weil sie viel Geld kostet, nämlich genau, Herr Eckert, dieser Anteil von 7% zur Finanzierung eines Kita-Platzes, den die Kitas derzeit selbst tragen. Das gibt es bei der schulischen Ganztagsbetreuung auch nicht. Spätestens seit Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz für Ab-Einjährige, der durch den Staat zu realisieren ist, ist die 7%-Regelung auch rechtlich nicht mehr tragbar. Die Kita-Träger sollten zukünftig mit einer Vollfinanzierung von 100% pro Platz ausgestattet werden. Sie brauchen ihre Ressourcen für die Qualitätsentwicklung. Eine weitere überholte Regelung, die Bedarfsprüfung, kann weg. Eltern, die ihr Kind ganztags betreuen lassen wollen, müssen derzeit nachweisen, wie lange sie arbeiten oder studieren und wie lange ihre Fahrzeiten sind. Für Arbeits- und Ausbildungssuchende heißt es gleich, kein Job, kein Ganztagsplatz. Und das ist eigentlich das größte Problem. Das ist eine Hürde. Gerade für all jene, die wir mit der Ganztagsbetreuung am dringendsten erreichen wollen. Dass außerdem in der Praxis Bedarfsmeldungen sämtlich bewilligt werden, ist diese Prozedur ein überflüssiger Verwaltungsakt, der auch bei der Untersuchung der Geschäftsprozessoptimierung in der Berliner Verwaltung scharf kritisiert wurde. Das Personal in den Kita-Gutscheinstellen hat zu wenig Zeit für die Beratung der Eltern, weil es mit dem Füllen von Akten mit Nachweisen über Arbeits- und Fahrzeiten beschäftigt ist. Wir verstehen unseren Antrag hier als Erinnerungshilfe, denn die Abschaffung der Bedarfsprüfung steht ja schon im Koalitionsvertrag. Der vierte Antrag, ist es richtig, will besseren Kinderschutz. Anfang dieser Legislatur, wir erinnern uns, beschäftigte uns hier der Tod eines Kindes aus Pankow-Weißensee, der kleinen Zoe. Durch die Analyse dieses Falls wissen wir, wie wichtig und hilfreich für diese Familie unter anderem ein Kita-Platz gewesen wäre, der in solchen Extremsituationen schnell und unkompliziert gebraucht wird. In Pankow wurde gehandelt und ein Kooperationsvertrag zwischen dem Jugendamt und den allesamt sehr bereitwilligen großen Kita-Trägern geschlossen, die für solche Fälle sofort Hilfe zugesichert haben. Darum geht es hier, ein Modell, das in Pankow entwickelt wurde und das wir hier für die ganze Stadt empfehlen. Dringenden Handlungsbedarf gibt es auch bei der Weiterentwicklung flexibler Betreuungsangebote. Das haben die Piraten in ihrem Antrag dankenswerterweise aufgegriffen. Fakt ist nämlich, wenn Angebote da sind, werden sie auch genutzt. Wie hoch der Bedarf tatsächlich ist, das wissen wir nicht. Uns wurde ja im Oktober 2013 in der Anhörung für Ende 2014 der Bericht einer Arbeitsgruppe versprochen. Wir sind weiterhin gespannt, wie dieser ausfallen wird. Diese Angebote der flexiblen Kinderbetreuung funktionieren natürlich nicht, wenn sie wie jetzt die nach Kita-Förderungsgesetz mögliche ergänzende Tagesbetreuung mit 2,50 Euro pro Stunde vergütet wird oder wenn Eltern gar nicht wissen, dass ihnen dieses Recht zusteht.
Zum Antrag der Grünen, der ja der einzige ist, der noch im Ausschuss zu verhandeln sein wird. Ja, natürlich steht und fällt alles mit einer guten Personalausstattung. Der Bundesvergleich, Frau Burkhardt-Eulitz hatte schon erwähnt, hat ja gerade gezeigt, dass bei der Fachkraft Kindrelation bei den unter Dreijährigen Berlin mit 1 zu 6,6, das muss man sich mal vorstellen, fast 7 unter dreijährige Kinder, die da zu betreuen sind, von einer Person den schlechtesten Platz belegt. Das ist echt nicht hinnehmbar. Der Fachkräftemangel ist unser größtes Problem und wir warten seit langem auf ein Personalentwicklungskonzept. An der Stelle schaue ich etwas neidisch dieser Tage nach Brandenburg, wo in dieser Woche angekündigt wurde, zusätzliche Erzieherinnen für einen besseren Betreuungsschlüssel einzustellen. Dafür gibt es dort 70 Millionen Euro. Wie gesagt, wir erwarten die nächsten Haushaltsberatungen mit Spannung. Die bisherigen Forderungen, die hier heute aufgeführt sind, sind zunächst erstmal so teuer nicht, sondern praktikabel, bezahlbar, sachdienlich und schnell umsetzbar. Danke.